Hi, in diesem Video möchte ich noch einmal auf diesen Entlötkolben eingehen von Weller, und zwar den WXDP120. Wie man hier auch sehen kann, das Teil ist für 24 Volt ausgelegt und hat 120 Watt. Und ja, diesen Lötkolben, den verwende ich natürlich auch mit so einer WX-Lötstation. Und zwar handelt es sich hierbei um die WXD2. Da habe ich auch schon in dem einen oder anderen Video ein paar Sachen halt mal ein bisschen vorgestellt, beziehungsweise man hat da ein bisschen etwas gesehen. Und heute habe ich eine besondere Beobachtung gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon immer so war oder ob ich heute das Glück hatte und das mal beobachtet habe oder ob das jetzt erst so ist seit dem letzten Firmware-Update. Und zwar geht es darum, dass dieser Entlötkolben doch sehr heiß wird, zumindest Bereiche und eine gewisse Zeit. Am Anfang dachte ich mir, oh, was ist da los? Brennt mir jetzt das Ding gleich durch? Aber scheinbar funktioniert alles irgendwo, wie es soll, bis auf diese Beobachtung. Aber das schauen wir uns auch am besten mal an. Dazu werden wir den hier mal anschließen. Und bevor ich das dann mal demonstriere, die Lötstation, die ist jetzt hier so parametriert, dass hier die Regelung normal ist. Aktuell habe ich jetzt eingestellt, dass er auch auf 450 Grad warm wird. Ja, ist ein bisschen viel, aber vielleicht um den Effekt noch ein bisschen besser zu zeigen. Bei 370 Grad, 380 Grad, was man da auch so verwenden mag, um etwas auszulöten, ist es prinzipiell genauso. Aber schauen wir uns das so erstmal an, und dazu werde ich auch mal ein bisschen Licht wegnehmen. So, ein bisschen ausschalten, damit man das noch ein bisschen besser sieht. Und vielleicht dann noch ein bisschen weiter rein zoomen. Die stellen wir mal ein bisschen weg. Den Luftschlauch brauchen wir nicht, der hat auch null Einfluss darauf. Das ist jetzt nur die Vakuumluft, wenn man das Knöpfchen drückt an diesem Entlötkolben, dass er auch dann saugt. So, eigentlich könnte man dann sogar noch ein bisschen weiter reingehen, damit man das auch richtig gut sieht. So. Und ich denke, das war von mir nicht nur eine Fata Morgana oder irgendein Hirngespinst, sondern dass das wirklich und real so passiert. Naja, ein bisschen scharf stellen wäre noch schön. Ungefähr so, ja. Jetzt schalten wir mal die Lötstation ein. Und jetzt sollte sie auch gleich anfangen zu heizen. Ne, jetzt steht sie noch auf off. Das schalten wir um und jetzt heizt sie auch schon. Und hier sieht man schon, in dem Bereich war es doch schon gut sichtbar rot am Glühen. Und ich finde es ja ein bisschen komisch, dass das halt da so heiß wird, weil für Löten braucht man nicht solche hohen Temperaturen. Dann das nächste, was ist ein bisschen komisch, dass hier auf diesem fast einem Zentimeter, was das ist, nur so heiß wird. Dann, warum wird das da so heiß? Wo ist der Temperatursensor? Das sind niemals 400 Grad. Und dann gefällt mir das ganz und gar nicht, weil ich mal schätze, dass das eine besondere Belastung ist und eventuell das Material dann auch weich werden lässt durch die hohen Temperaturen. Und mit so einem Entlötkolben irgendwo übt man auch schon irgendwo eine mechanische Kraft aus. Und dann halt die Frage, wie lange das dann halt das auch hält, beziehungsweise auch das Heißelement natürlich, wenn das so krass heiß wird und. Deswegen, ich finde es schon irgendwo ein bisschen verwunderlich, erstaunlich, beängstigend, erschreckend schon fast.
Deswegen fände ich es halt super, wenn andere Leute auch mal diesen Entlötkolben nehmen, also die Leute, die den haben, und auch mal darauf achten und vielleicht auch mal gucken, was für eine Firmware die drauf haben. Ich habe aktuell halt die neueste, die 078. Leider gibt es natürlich kein History von Vella, was sich in den Versionen geändert hat. Deswegen keine Ahnung, ob sich da etwas geändert hat oder haben könnte. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Kann natürlich sein, dass Vella sich gedacht hat, die Dinger, die halten uns zu lange. Wir geben da mal ein bisschen mehr Gas drauf, damit die schneller verrecken. Oder Vella hat sich gedacht, oh, 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 die Konkurrenz, die ist schneller im Aufheizen als wir. Geben wir mal mehr Saft drauf, um auch schneller den Kram aufzuheizen. Ich weiß halt nicht. Deswegen über Kommentare würde ich mich halt freuen. Und ich denke, mir ist das bisher nicht so sehr aufgefallen, weil der Normalfall ist ja, dass das Teil in der Ablage ist, dass man schon mal alles anmacht und die paar Sekunden, die das Teil zum Aufheizen braucht, zum Vorbereiten nutzt. Und wenn das Ding dann vorbereitet ist, soweit, also aufgeheizt ist, dass man es dann einfach nimmt und damit arbeitet. Ja, deswegen, naja, finde ich halt irgendwo ein bisschen unschön. Und was ich jetzt halt machen werde an diesem Entlötkolben ist, dass ich hier etwas bisschen umstellen werde. So, erstmal ausschalten und mal ein bisschen hier in die Kamera das halten. Man kann es halt hier parametrieren, dazu muss man ziemlich lange das hier so gedrückt halten. Hier auch die linke Seite, weil der Lötkolben hier auf der linken Seite eingesteckt ist, beziehungsweise der Entlötkolben. Und dann würde ich hier tatsächlich auf Regelverhalten gehen und nicht Standard wählen, schon gar nicht aggressiv, sondern sanft. Und wenn man da halt hier dieses sanfte Verhalten ausgewählt hat, dann wird das Ding immer noch glühend heiß, glührot. Und man kann sich immer noch wundern, was denn da los ist. Aber das sollte nicht mehr so extrem sein, nicht mehr so lange sein. Man sieht hier auch schon diese blaue Verfärbung, wo es halt besonders heiß wird. Und ich denke, das ist nicht besonders gut. Der Lötkolben, der regelt noch richtig. Der wird halt nicht heißer. Der hält seine eingestellte Temperatur und so. Das heißt, irgendwo funktioniert das alles. Aber ja, ich finde es schon erschreckend, beängstigend und. Deswegen, ich würde mich über Kommentare wirklich sehr freuen und hören, wie es denn so bei anderen aussieht, ob dieses Verhalten genauso ist. So, aber jetzt schalten wir das doch mal ein und schauen jetzt einmal, wie es jetzt aussieht mit dem Aufheizen. Ja, es fängt jetzt wieder ein bisschen an zu glühen. Kommt es ein bisschen und hört wieder auf, ist weg. Deswegen fände ich das halt schon schonender, weil es einfach nicht so extrem heiß wird. Und deswegen wäre jetzt erst einmal meine Lösung, das so zu lassen. Und zu hoffen, dass das Ding nicht direkt stirbt und durchbrennt, verbrennt, kaputt geht, was auch immer. Ja, und ich habe hier noch einen zweiten Entlötkolben, den habe ich mir halt mal besorgt, als er mal günstig angeboten wurde. Das mache ich schon mal ganz gerne, weil ich finde es schöner, etwas rumfliegen zu haben und es nicht benutzen zu müssen, aber es halt günstig erworben zu haben, als dann etwas zu erwerben müssen und dann vielleicht den vollen Preis oder was auch immer zahlen zu müssen. Deswegen, ja. Und da es sich hierbei irgendwo um Verschleißteil handelt, hat man gesagt, wunderbar, Ersatz schadet nicht. Naja, aber diese Denkweise haben ja viele Leute nicht. Vielleicht gut, vielleicht auch nicht, wie auch immer. So, also das ist jetzt ein anderer Entlötkolben. Und da wollen wir doch auch mal schauen, wie er sich denn so verhält. Könnte natürlich auch sein, dass der, den ich jetzt schon habe, irgendwie schon eine Macke hat. Das fände ich natürlich allerdings sehr unschön, weil so viel hat er auch noch nicht gearbeitet. Also schauen wir doch mal,
So, der ist jetzt auf 380 Grad einfach nur mal eingestellt. Ja, wobei 400 Grad wäre eigentlich auch schon recht schön. Könnte man besser vergleichen. So, 450. Schauen wir doch mal. Wir sehen jetzt auch schon ein leichtes rotes Glimmen. Ist immer noch da und wird immer heller. Oh, ja, hier so, Entschuldigung. Ah, und jetzt ist weggegangen. Könnte etwas besser sein. Schauen wir doch mal hier, wie die Parameter sind. Dazu wieder die Tastenkombination. Lange gedrückt halten. Regelverhältnis hier Standard, okay. Aber der war auch auf jeden Fall viel länger rot. Deswegen scheint das irgendwo ja normal zu sein, was ich allerdings nicht so als normal ansehe. Ja gut, hier die Verfärbung, die war auch noch nicht so da. Vielleicht wurde der öfter benutzt und deswegen ist hier der größere Bereich anders. Weil wenn ich hier mal meinen nehme, so, dann, ja, gut. Denn der hier hat wohl schon ein bisschen mehr gearbeitet als der hier. Würde ich mal jetzt so tippen. Gut, ich hoffe halt, dass das normal ist, dass die Materialien das aushalten, dass der Lebensdauer keinen Abriss tut. Natürlich muss man hier höllisch aufpassen, dass man das nicht berührt. Klar gut, 380 Grad, 400 Grad, wie auch immer, schon die normale Temperatur ist natürlich sehr heiß. Aber wenn es hier dann so rot glüht, da kriegt man noch mal ein bisschen mehr Respekt. Ja, gut, an dieser Stelle mag es das erstmal gewesen sein. Wie gesagt, ich würde mich über Kommentare freuen, ob andere das auch beobachten. Wie gesagt, am besten mit der Firmware-Version. Deswegen könnte natürlich sein, dass das jetzt etwas ist, was in der neuesten Version hinzugekommen ist oder halt, weil man natürlich da nicht drauf achtet, das nicht beobachtet hat, das natürlich auch schon von Anfang an drin ist, was schon eher vermutet wird. Gut, dann sage ich mal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.